Die Rhein-Neckar Löwen bleiben auch am 9. Spieltag der DKB Handball Bundesliga ungeschlagen. Nach dem Sieg gegen den THW Kiel 24:20 ging es am Ende aus. Bei uns ist der Kapitän Uwe Gensheimer, die beste Abwehr der Liga, auch heute wieder der Schlüssel zum Erfolg. Ja, definitiv. Das kann ich so unterschreiben. Wir hatten, glaube ich, die meisten Probleme natürlich gegen die Defensive vom THW. Und die meisten Tore vom Kiel sind dann gefallen, wenn sie über die zweite Welle, über den Gegenstoß nach unseren Fehlern erfolgreich sein konnten. Und unsere Deckung stand natürlich super. Am Anfang waren wir ein bisschen zu blöd, das mit dem siebten Feldspieler zu raffen in den ersten zwei, drei Angriffen. Aber dann, danach hatten wir damit auch keine Probleme mehr. 7 Gegentore haben die Rhein-Neckar Löwen in der ersten Halbzeit nur kassiert. In der zweiten ist der THW dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Welche mentale Stärke mussten Sie, die Rhein-Neckar Löwen, da an den Tag bringen, damit das Ding am Ende nicht doch noch aus der Hand gegeben wird? Ja, wir waren in der ersten Halbzeit, haben wir natürlich auf einem ganz, ganz hohen Niveau auch gespielt und haben dann mit 6 Toren geführt, was eigentlich nicht normal ist gegen THW Kiel. Und dann, klar, hat der THW auch nochmal in der Abwehr natürlich sich gesteigert. Und wir waren vielleicht die 10% zu langsam im Antritt und im 1 gegen 1, um sie dann auszuspielen. Und da lagen dann die Probleme. Und wir mussten es dann schaffen, wieder die Erfolgserlebnisse reinzubekommen ins Spiel. Wieder hinten Bälle gewinnen, und das haben wir dann geschafft. Die Rhein-Neckar Löwen weiterhin ungeschlagen, die Kieler dahinter mit 6 Minuspunkten auf dem Konto. Und Sie haben sich entschieden, was Ihre Zukunft betrifft, nämlich es geht nach Paris. Warum die Entscheidung für PSG und wie groß ist die Motivation, sich hier in Mannheim am Ende der Saison mit dem deutschen Meistertitel zu verabschieden? Ja, über die Entscheidung habe ich ja schon mehrfach gesprochen, dass für mich jetzt einfach an der Zeit ist, auch nochmal einen nächsten Schritt zu gehen, mich im Ausland zu beweisen, in einem anderen Umfeld zu beweisen. Und ja, in Paris habe ich da die Möglichkeit, natürlich mit einer außergewöhnlichen Mannschaft zu spielen. Das habe ich hier auch. Deswegen war es keine Entscheidung für Paris oder gegen irgendwas. Es war, gibt auch kein richtig oder falsch, sondern einfach hat alles Vor- und Nachteile. Ich freue mich im nächsten Jahr natürlich dann was Neues zu erleben. Aber klar, es gibt nichts Schöneres, wenn ich mich hier mit dem Titel verabschieden kann. Dankeschön.